Grüße euch, meine Lieben, zum germanischen Wochenorakel vom 2. März bis zum 8. März 2020. Wir haben allgemein wieder die Krafttierkarte, spirituelles Geldbewusstsein, ihr täglicher Wohlstandsimpuls von Thorsten Weiß. Jetzt wollte ich mir CD bestellen, jetzt kriege ich sie nicht mehr. Mist. Hörbücher gibt es auch nur eins, finde ich jetzt schade. Muss ich dich doch vielleicht mal auf was anderes ausweichen? Und die Joker-Karte von Bärbel Mohr für Bestellungen beim Universum. Und die Karte finde ich so klasse, dass ich sie auch im Frauenwochenorakel verwenden werde. So, meine Lieben. Wir haben drei Legungen und ja, wir haben hier erstmal für die erste Legung Himalaya-Kristallsalz. Habe ich jetzt überhaupt fokussiert? Jetzt muss ich selber mal gucken. Ja, dann haben wir für die zweite Legung den Türkis. Ja, wundert euch nicht, warum ich hier so knallbunt den Nagel gemacht habe. Ich wollte einfach, dass er irgendwie zu den anderen passt und mit Regenbogenfarben es ausprobieren. Was soll ich jetzt mit dem ganzen Gel mitunter machen? Irgendwie komme ich nicht damit zurecht. Aber naja, jetzt waren sie abgebrochen, eingerissen und dann habe ich das jetzt dann doch gemacht. Und irgendwie muss es ja jetzt leer machen. Dann haben wir hier den Zitrin. Gibt es auch einen sehr hellen Ton. Und ja, glitzert aber innerlich. Dürft ihr euch gerne entscheiden, für welche Legung auch immer. Im Hintergrund habt ihr am Anfang ein Bild aus der Studienzeit mitunter gesehen. Das ist jetzt speziell Ölkreide. Und habe ich einfach mal ausprobiert. Muss ich gestehen, Ölkreide ist nicht meins. Dafür habe ich eine ganze Schublade voll und trocknet nicht ein. Das ist Positives, trocknet nicht ein. Naja, vielleicht überarbeite ich das Bild ja mal. Wenn jemand Interesse hat und es so möchte, wie es ist, dann darf er sich gerne melden. 30 auf 40, 10. Ja, 40 auf 50 ist das, glaube ich, ja. Okay. Dachte, ich wähle jetzt einfach für die Wochenorakel einen anderen Hintergrund. Und genau, dass es ein bisschen vom Monatsorakel mitunter abhebt. Zuerst wollte ich von der Ausstellung 2005 die Linoldrucke und Radierungen mitunter zeigen, aber die sind dann zu klein für den Hintergrund. Und ja, das Selbstporträt-Linoldruck, was ich in der Studienzeit noch gemacht habe, das ist ein bisschen zu groß und hat jetzt keinen so schönen Rahmen. Ja, also eigentlich gar keinen, ist einfach nur hinter Glas. Und dann haben wir vielleicht einfach nur eine Spiegelung auf Seiten, ja, ist auf Seitenpapier. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen Drucke überhaupt noch habe. Okay. Na, vielleicht überlege ich mir was Schönes. Oder hole einen tollen Bilderrahmen, der dann auch dazu passt. Am besten wäre es halt, wenn es entspiegelt wäre. Und das wäre dann schon praktisch. Okay, und ich würde sagen, ich beginne mit der Krafttierkarte. Oder soll man mit der Jokerkarte beginnen? Ich mache einfach mal. Bis gleich. So, als Krafttierkarte haben wir hier den Lachs. Er steht für Vertiefung der Intuition.
Du hast jetzt die Möglichkeit, deine eigenen intuitiven Fähigkeiten aus dem tiefen Quell des kollektiven Bewussten zu bereichern. Gehe mit offenen Sinnen und aufmerksam, aber unvoreingenommen in deinen Tag, um über Traum, Vision oder Begegnungen dieses Geschenk in Empfang zu nehmen. Affirmation: Ich nehme mit dankbarer Freude die zu mir kommenden Mosaiksteine der universellen Weisheit entgegen. Ich vertraue meiner Intuition. Okay. Die Jokerkarte. Innerer Friede ist der Superbestellmultiplikator, denn er sorgt für eine optimale Verbindung mit dem Universum. Wenn dich jemand nervt oder ärgert, sage innerlich zu ihm: Friede sei mit dir. Das löst Spannungen und Aggressionen, bringt dich in Frieden mit dir selbst und bewirkt so manches Wunder. Und die spirituelle Geldbewusstseinskarte, der fliegt zu mir aus der Hand. Ich lade das Gute in mein Leben ein. Das solltest du unbedingt tun, denn es lohnt sich. Das Gute wartet vielleicht schon lange vor verschlossenen Türen. Vielleicht hattest du durch die Konditionierung aus deiner Vergangenheit einen anderen Blick und hast es nicht wahrnehmen können. Doch dies möchte sich nun ändern. Sieh hin und vertraue darauf, dass du in die subtileren Schichten deines Lebens blicken kannst, wo es noch viel mehr Gutes zu entdecken gibt, als du vielleicht bis jetzt geglaubt hast. Okay, und wir kommen zu unserer Legung Himalaya Kristallsalz. Hier ist so eine Kristalllampe, wo man Teelicht reinstellen kann. Ich dachte, das passt auch super. Himalaya Kristallsalz. Ja, circa 250 Millionen Jahre alt aus dem Himalaya. Heilchakra für jedes Chakra einsetzbar, universell. Heilkunde löst negative Gefühle auf, stark antidepressiv, verbessert Erinnerungsvermögen und Konzentration. Wirkt antibakteriell und entgiftet, lindert Hautprobleme, Atemwegserkrankungen, Entzündungen, Salzlampe können Raumluft verbessern. Auf jeden Fall, es tut mir auf jeden Fall gut, wie ihr euch erinnern könnt, vielleicht, wenn ihr schon Videos geguckt habt bei mir. Ich habe ja Asthma. Und ich muss sowieso Brunnen aufstellen, auch vom rein gesundheitlichen her. Salzlampen. Und jetzt gibt es auch noch einen Samen aus China, wo auch die Pflanze die Raumluft verbessern soll. Gerade für Asthmatiker. Und ich bekam von der Mama, schätze ich war 17, mal eine Salzkristalllampe. Da ist irgendwann, ja, man sollte sie öfters benutzen. Ja, weil manchmal werden die ja auch so feucht.
Und auf jeden Fall jetzt nicht auf Holz stellen oder, also auf jeden, ich würde es empfehlen, auf ein Tellerchen zu stellen oder wenn es jetzt auf dem Sockel ist, dann ist es ja schon ganz gut. Aber man sollte sie regelmäßig auch anschalten. Und es tut auf jeden Fall neben dem Bett sehr gut. Ich brauche eine neue. Ich habe da mal eine Zeit lang also nicht so oft eingeschaltet, weil die Birne defekt war und dann ist das so der Sockel unten so ein bisschen verrostet und dann, naja, gut. Aber als Salzlampe, wie jetzt hier diese kleine, für Teelichter rein, hat es noch seine Dienste getan. Wir haben es noch bei den Videos dabei gehabt. Und ja, dann habe ich es irgendwann mitgenommen in die Badewanne und dachte, ja, das tut richtig gut. Okay, wir kommen zu deiner allgemeinen Deutung. So, meine Lieben, hier habe ich Brünhild für dich, die Entschlossenheit. Ja, kann sein, also ist jetzt in den letzten Jahren ja schon vorgekommen, wenn sie hier auftaucht, dass wir hier vielleicht noch mal Schnee, Frost oder Stürme haben. Ja. Mythos: Brünhild ist eine Walküre und die Herrscherin von Island. Als große, kluge und starke Kämpferin hat sie das Gebot erlassen, nur denjenigen Mann zu ehelichen, der sie im fairen Kampf besiegt. Allgemein, Brünhild steht für einen verantwortungsvollen und zuverlässigen Menschen, der sich im Kampf mit den Widrigkeiten des Lebens zu helfen weiß. Er ist bereit, sich für eine Sache beharrlich einzusetzen und dafür auch manches Opfer zu erbringen. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, zuweilen mit berechnender Kühle und Gerissenheit vorzugehen, die einer Mauer unüberbrückbarer Distanz entstehen lassen kann. Auf nicht personaler Ebene ist die Karte als Aufforderung zu verstehen, für unsere Überzeugungen und Ziele fest einzustehen, um sie hierdurch auch zum Abschluss bringen zu können. Welcher Preis dafür zu entrichten ist, verrät uns die Karte indes nicht. Und wir kommen zu deinem beruflichen Thema für diese Woche. Hier habe ich Heimdall für dich. Wachsamkeit, Mythos. Heimdall ist der Wächter an der Regenbogenbrücke Bifrost, welche nach Asgard, dem Reich der Götter, führt. Dort steht er mit seinem Giljahorn und passt auf, dass niemand unberechtigt die Brücke überquert. Beruf. Heimdall verkörpert eine Form unseres Unterbewusstseins oder höheren Selbst, dessen starke Erscheinung Kraft und Vertrauen vermittelt und uns auf unserem momentanen Weg bestärkt. Hält uns dazu an, wachsam zu sein, da die Kräfte des Unbewussten und verhindernder Widerstände, in Klammer Selbstboykott durch Zweifel, ständig auf ihre Chance lauern. Genaues, objektives Prüfen, nicht zwanghaftes Kontrollieren der Situation oder künftigen Angelegenheit wird empfohlen. Und wir kommen zu deinem Thema Liebe. Hier hast du die Grit, Hilfsbereitschaft, Mythos. Auf einer
Seiner Wanderungen trifft Thor auf die zauberkundige Riesin, welche ihm ihre Waffen leiht und ihm freundschaftlichen Rat erteilt. In unserer Beziehung steht jetzt freies Geben weit höher im Kurs als Nehmen. Stumme Hilferufe sollten nicht ignoriert werden, da unser Gegenüber möglicherweise von Ängsten, Scham oder Misstrauen besetzt ist, welche ihn oder sie daran blockieren, sich frei mitzuteilen. Oft helfen wir unserem Gegenüber schon durch ein einfaches Gespräch oder bloßes Zuhören, durch das wir ihm ein Gefühl vermitteln können, ernst genommen zu werden und mit seinen Sorgen und Nöten nicht alleine dazustehen. Okay. Deine Amos Botschaft, riskante Versuchung, der Schein trügt. Und wir kommen zu Engeltherapie-Orakel von Doreen Virtue. Höre auf deine intuitive Gefühle. Dein Körper empfängt die Botschaft des Göttlichen. Deine Engel wollen dich wissen lassen, dass du ständig göttliche Botschaften empfängst, selbst wenn du sie nicht wahrnimmst. Die meisten dieser Botschaften werden durch deine physischen und emotionalen Sinne übermittelt. Da dein Körper extrem sensitiv für subtile Energien, vielleicht verstehst du deine Gefühle zuweilen nicht oder liegt ihnen immer eine unfehlbare Weisheit zugrunde. Du hast diese Karte empfangen, weil du eine Frage gestellt hast, die deinen Körper bereits durch deine emotionalen und physischen Empfindungen beantwortet hat. Du wirst dringend aufgefordert, deinen Gefühlen zu vertrauen und ihnen unverzüglich Handlungen folgen zu lassen. Bitte die Engel, dich zu beschützen und zu führen, was sie mittels deiner intuitiven Verbindungen tun, während du anderen Readings oder Heilungen gibst. Wisse, dass du unmöglich daran gehindert werden kannst, himmlische Führung zu empfangen. Du fühlst und denkst ununterbrochen und dies sind die beiden wichtigsten Kanäle, durch die die Engel dir Botschaften für deine Klienten zukommen lassen. Sage deinen Klienten im Laufe der Session, dass du fühlst und denkst, da diese Botschaften weitergegeben werden müssen. Handlungsschritte. Achte auf jegliche Anspannung in deinem Körper. Sie ist ein Signal, dass deine Muskeln auf die Energien deiner Gedanken und Emotionen reagieren oder die anderer Personen. Schließe deine Augen und visualisiere eine Konversation mit einer angespannten Muskelpartie in deinem Körper. Frage die Muskeln, warum seid ihr angespannt? Lausche auf die Antwort, die als Gedanke, Gefühl oder sogar Worte oder Visionen zu dir kommen. Dein Körper wird dir sagen, wie er auf deinen Job, deine Beziehungen, Freunde und anderen Bereiche deines Lebens reagiert. Vertraue der unfehlbaren Weisheit deines Körpers. Und ich habe noch einen Lichtengel für dich und er gibt dir für diese Woche mit Humor. Vergiss nicht
zu lachen, es heilt. Hier habe ich den Türkis für dich. Er steht für das Hals-Kehl-Chakra blau. Hey, wir haben ja sogar Feng Shui. Erfolg für Leute, die Ideen brauchen. Ja, ein Musestein vielleicht, das könnte man so nennen. Also mir hilft er auf jeden Fall gegen Schmerzen. Meine Oma hat ihn schon getragen. Meine Oma Veronika. Heilkunde. Beschützer des Herzens. Stein für Ross und Reiter. Reisestein. Stärkt die Lunge. Hilft bei Stottern und rheumatischen Erkrankungen. Wirkt antidepressiv. Starker Meditationshelfer. Aufladen in der Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Okay, deine allgemeinen Tendenzen für die Woche. Wotans wilde Jagd, die Wut. Mythos. Mit seiner wilden Jagd zieht Odin als wütender Sturmgott in der dunklen Jahreszeit über die Lande und reißt alles Alte und nicht wirklich Verwurzelte mit sich, um Platz für Neues zu schaffen. Die Energie ist da, ja. Also hier. Wenn uns zum jetzigen Zeitpunkt Aggressionen im Außen begegnen und unsere Ängste schüren, sollten wir endlich aus unserer passiven Opferhaltung erwachen und die Dinge im Rahmen des uns Möglichen selbst in die Hand zu nehmen versuchen. Unter Umständen werden wir selbst am meisten davon überrascht sein, was sich hierdurch für Veränderungen einstellen. Wut, die sich in unserem Innern ansammelt, kann viele Ursachen haben, doch sollten wir nie vergessen, dass verdrängte Aggressionen sich immer gegen uns selbst und unsere Gesundheit richten. Wer seine Dynamik und Entschlossenheit lebt und sich frei macht von der ständigen Angst, als verletzend und aggressiv verurteilt zu werden, zeigt Mut und verschafft sich den Respekt seiner Mitmenschen. Allerdings gilt es auch hier, ein gesundes Maß zu entwickeln und die eigene Wut nicht als Mittel zum Selbstzweck zu erheben. Vor allem dann, wenn wir unsere vielleicht fehlende Lebensenergie aus der Furcht oder dem Unmut der anderen ziehen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier im Beruflichen mitunter auch haben. Da ist vielleicht auch gerade diese Joker-Karte ganz gut. Ja, innerer Friede, nochmal Friede sei mit dir. Also bitte nicht von Energievampiren hier aus der Ruhe bringen lassen. Hier haben wir fürs berufliche Töck Verbitterung. Mythos. Die verdrießliche Riesin, hinter der sich Loki verbirgt, vereitelt durch die Verweigerung ihrer Trauer, dass der ermordete Balder aus dem Totenreich der Hel zurückkehren darf. Beruf. Auf der beruflichen Ebene steht Töck für Kreativitätsverlust, Stagnation und
Arbeitsbedingungen, die uns auf Dauer auch gesundheitlich schaden. Nichts scheint sich zu bewegen. Die Schaffenskräfte versiegen, da die Ursprungsquelle auf irgendeine Weise vergiftet wurde. Dementsprechend entkräftet und stinkend präsentiert sich die Atmosphäre, welche dringend eines frischen Windes bedarf. Vorsicht vor Trollenergien. Die etwas Gewachsenes in uns zu zerstören suchen und nicht immer nur im Außen, sondern ebenso in uns selbst auftreten können. Wir kommen zum Thema Liebe. Also diese Wut, die kann ja tatsächlich vom Arbeitsplatz herrühren. Vielleicht bist du auch arbeitslos. Dann haben wir ja auch meistens dann so ein bisschen negative Karten. Mit Urlaub. Ja. In der Liebe haben wir Traubenjahr, die Vermehrung. Mythos. Der kostbare goldene Wunschring wurde einst von Zwergen geschaffen. In jeder neunten Nacht tropft acht ebenso schwere Ringe von ihm ab und beschweren somit seine eigene materielle Sorglosigkeit. In Liebesangelegenheiten ist die Ringkarte allgemein als ein positives Zeichen zu bewerten und verheißt uns frischen Aufwind. In einer bestehenden Partnerschaft steht Traubenjahr für wachsendes Vertrauen, Treue wie Gold und die Entfaltung von Gefühlen sowie seelischer Tiefe. Je nach Fragestellung kann mit der Vermehrung auch die Vergrößerung der Familie durch Zuwachs eines Kindes angezeigt sein. Gerade in Liebe ist ja jenes wunderbare Phänomen, welches sich vermehrt und wächst, sobald wir es selbstlos verschenken. Ja, das hört sich doch gut an. Ist hier zu Hause alles im Lot soweit, ne? Da wird man auch gestärkt, fühlt sich zu Hause. Könnte ja mit Urlaub zusammenhängen, oder? Dass da jemand neidisch drauf ist, dass du so noch frei hast. Kannst du was leisten? Macht's euch schön. Ja. Okay. Deine Amors-Botschaft ist hier Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Okay. Und wir kommen zu deiner Engeltherapiekarte. Hier haben wir die Karte Bücher für dich. Deine Lebensaufgabe hat mit Schreiben, Lesen, Redigieren oder dem Verkauf spiritueller Bücher zu tun. Du hast diese Karte gezogen, weil du nach deiner Lebensaufgabe gefragt hast. Du weißt bereits um deine tiefe Affinität zu Büchern mit spirituellen Themen. Diese Karte bestätigt, dass du große Erfüllung finden wirst, wenn es dir gelingt, deine Liebe für Bücher auf die nächste Ebene zu bringen. Dir ist bewusst, was das beinhaltet. Da du davon geträumt hast, dich in gute Bücher zu vertiefen. Diese Karte bedeutet zudem, dass die Antwort auf deine Frage in Büchern zu finden ist. Daher achte auf Titel, die dir empfohlen werden oder auf Bücher, die du auf geheimnisvolle Weise aus Regalen fallen, da sie Führung für dich enthalten. Diese Karte ruft dich auch auf, definitiv Schritte zur Erfüllung deiner buchbezogenen Träume vorzunehmen. Egal, ob du gerne ein Buch schreiben, einen Buchladen aufmachen oder mehr lesen möchtest. In jedem Fall solltest du ohne zu zögern den nächsten Schritt tun.
Die Engel helfen dir bei diesem Unterfangen, die du unterlesen wirst. Handlungsschritte. Erzengel Gabriel ist der Botenengel der Autoren, Lehrern und allen anderen hilft, die mit der Überbringung spiritueller Botschaften beschäftigt sind. Sage entweder innerlich oder mit lauter Stimme. Erzengel Gabriel, ich rufe dich jetzt an. Bitte hilf mir, mehr Mut und Selbstvertrauen zu finden, um meine buchbezogene Wünsche einen Schritt weiterzubringen. Erzähl Gabriel von deinen Träumen, die mit Büchern zu tun haben. Dann sprich. Danke, dass du mich motiviert und mir hilfst, mich so zu organisieren, dass ich jeden Tag Zeit finden kann, mich meinem wahren Herzenswunsch zu widmen und es meinen Träumen ermöglicht, sich ohne Zögern in göttlich perfekter Weise zu manifestieren. Schön. Na, da hatte ich ja ein paar Beratungsgespräche, wo tatsächlich auch das Buch aufgetaucht ist, die sich hier dieses Jahr fortbilden und fortbilden, Weiterbildung, Ausbildung machen, ja, und neue Arbeitsverträge unterschreiben. Finde ich ja super, passt hier ja perfekt. Na gut, es waren jetzt mehr Damen, aber natürlich dürfen auch die Männer hier sich das Video anschauen und sich eine Karte aussuchen. Ist klar. Und deine Engelbotschaft. Engel der Gnade, rufe ihn, er wird dich segnen. Okay. Und wir kommen zur dritten Legung, dem Zitrin. So, wir haben hier den Zitrin. Er steht für Solar Plexus, Sonnengeflecht, Chakra, Gelb. Heilkunde, Leben macht bringt Lebensmut, bringt Lebensfreude, stärkt den Selbstausdruck, hilft bei Depression, hilft aufgenommenen Eindrücken zu verarbeiten und zu verstehen. Stärkt Nerven, Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse, hilft mitunter bei Bettnässen, Aufladen in der Morgensonne und Abendsonne. Und wir kommen zu deinen allgemeinen Themen für diese Woche. Allgemein habe ich Surt für dich, die Zerstörung. Vielleicht treffen einfach auch zwei unterschiedliche Personen mitunter aufeinander. Also ich hoffe nicht, dass hier ein Vulkan ausbricht oder es ist irgendwo noch die Zeit der Erneuerung. Und mit dem Winter ist ja auch ein Zyklus eingetreten, wo die Natur mitunter gestorben ist oder sich zurückgezogen hat, ja, und jetzt einfach auch wieder kommt. Hier haben wir Mythos. Der gewaltige Feuerriese wacht und herrscht über Muspelheim, dem Reich der Hitze und Lava. In den Ragnarök tötet er Freya und unterzieht die Welt mit seinem alles versengenden Feuer.
allgemein. Dramatische Veränderungen können hier bevorstehen. Surz, alles Verzehrendes und damit auch Reinigendes Feuer zerstört das Bestehende und brennt es gnadenlos bis auf die Grundfeste nieder. Oftmals schlägt er wie ein Blitz aus heiterem Himmel zu. Was immer sich jetzt in Rauch auflöst oder zusammenbrechen droht, gilt als veraltet, obwohl es uns eine Illusion von Sicherheit und falschen Werten übermittelt hatte. Surt kann jedoch ebenso als frühzeitige Warnung auftauchen, die uns anhält, eine genaue Bestandsaufnahme unserer Gefühlswelt oder äußeren Umstände vorzunehmen und einen denkbaren seelischen Brandherd aufzuspüren und diesen, wenn noch möglich, einzudämmen. Beruf. Im Beruflichen habe ich Ask und Embala, Ursprung für dich, Mythos. Das erste Menschenpaar wird von Göttern aus Holz geschaffen, welches diese am Strand vorfinden. Sie hauchen den beiden Leben und Geist ein und geben ihnen Midgard als Heimat. Also ähnlich wie Adam und Eva. Im Christlichen. Beruf, neue Ideen oder Pläne können geschmiedet werden, wenn das Grundgerüst steht, beziehungsweise die Ausgangsposition gefestigt ist und auf beiden Seiten faire Spielregeln zu erwarten sind. Sollten wir uns in einer schwierigen Situation befinden oder eine wichtige Entscheidung treffen müssen, ist es ratsam, sich zu fragen, ob der bisher von uns gegangene Weg auch wirklich der unsere ist, beziehungsweise ob unsere Handlungen und Vorgehensweisen noch im Einklang mit unseren ursprünglichen Wünschen und Überzeugungen stehen. Und wir kommen zum Thema Liebe. Hier habe ich Freya für dich, die Sinnlichkeit. Mythos. Freya ist nach Frigg, die angesehenste unter den Göttinnen. Sie kommt aus dem Volk der Wannen, verfügt über magische Kräfte und gilt als Schutzpatron in aller freiheitsliebenden Frauen und Hexen. Ihr Bruder Freya, der Gott der Fruchtbarkeit. Beziehungen. In unseren intimen Partnerschaften geht es vorwiegend darum, sexuelles Begehren und sinnliche Lust als Ausdruck unserer Natur und damit einer alles durchdringenden Liebe zu begreifen. Anzunehmen und auszuleben. Wenn wir derzeit alleine sind und gelebte Sexualität in unerreichbarer Ferne scheint, fordert uns Freya auf, trotz möglicher Frustration nicht in lustfeindliche Resignation zu verfallen oder uns gar vor der Welt zu verschließen. Selbstliebe und aufrichtige Selbstannahme sind eine wesentliche Voraussetzung, wenn es darum geht, die eigene erotische Ausstrahlung zu erhöhen. Wahrhafte Schönheit kommt immer von innen. Doch letztendlich entscheidet nicht die Schönheit, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wenn wir als schön empfinden. Genau. Und Amos Botschaft, hier habe ich Wunder.
In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Wir kommen zu deiner Botschaft der Engel. Die Kraft der Manifestation. Benutze deine spirituellen Talente und naturgegebenen Fähigkeiten, um das von dir erwünschte Resultat herbeizuführen. Du hast die nötige Kraft mit dieser Karte. Erinnern dich die Engel an deine innewohnenden spirituellen Fähigkeiten. Vielleicht hast du über etwas geklagt oder dich wie ein Opfer gefühlt, das unter den Einfluss des Willens einer anderen Person stand. Diese Karte ruft dir in Erinnerung zurück, dass du die Macht hast, alles in deinem Leben zu ändern, indem du deine natürlichen spirituellen Talente der Manifestation nutzt. Wenn du klagst und dich beschwerst, gibst du damit anderen deine Macht. Klagen sind darüber hinaus negative Affirmationen, die noch mehr diese unerwünschten Wirkungen anziehen. Die Engel möchten, dass du die alte Gewohnheit des Klagens durch eine gesündere Reaktion ersetzt, indem du das von dir gewünschte Resultat visualisierst und daran glaubst. Es funktioniert. Handlungsschritte. Denke an eine Situation, die du verbessern möchtest und schreibe, zeichne oder fertige eine Collage an, die das bevorzugte Szenario darstellt. Betrachte diese Beschreibung deiner Wünsche täglich und sorge dich nicht darüber, wie sie sich manifestieren werden. Jedes Mal, wenn du merkst, dass du dir Sorgen machst oder an deinen Manifestationsfähigkeiten gezweifelt hast oder zweifelst, ja, sage: Erzengel Jophiel, Engel der Schönheit, bitte verschönere meine Gedanken bezüglich meiner Wünsche, damit sie ausschließlich auf Liebe beruhen. Oh, wie schön. Erzengel Jophiel, Engel der Schönheit, bitte verschönere meine Gedanken bezüglich meiner Wünsche, damit sie ausschließlich auf Liebe beruhen. Und dein Lichtengel? Hier haben wir den Schutzengel. Du bist behütet und beschützt in lichten Strahlen. Und wir kommen noch zu der Ja-Nein-Frage und der zusätzlichen Botschaft oder auch vielleicht Karte, wie ihr das mitnehmen möchtet, überlasse ich euch. So, meine Lieben, hier haben wir drei Herzen, die ihr euch auswählen könnt. Ja, noch eine Info für meine Erreichbarkeit in der nächsten Woche. Und zwar schmerzt mein Knie so dermaßen, ja, also der Muskelkater ist jetzt einigermaßen mitunter, ja, ein bisschen besser. Es schmerzt noch, aber es ist besser. Aber mein Knie haut mir ständig ab. Und ja, ich befürchte, dass ich hier auf jeden Fall zum Arzt muss, um mein
Knie, dann, ja, ich brauche eine neue Bandage. Ich weiß nicht, wo meine Stofftasche hin ist von meinen Kniebandagen, um mein Knie da auch zu stützen. Und da werde ich voraussichtlich, schätze mal, keine langen Strecken gehen können und auch keine Treppen laufen. Und es bleibt da abzuwarten, ob ich diese Woche die Tür raus kann. Also wahrscheinlich gehe ich hier zum Arzt, wenn ich einen Termin bekomme. Ansonsten muss ich warten. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich raus kann. Freitags auf jeden Fall. Aber also werde ich voraussichtlich die ganze Woche erreichbar sein. Bisschen werde ich mir aber trotzdem Samstag eine Pause gönnen, um dann TV zu schauen. Ich löse die Karten auf. So. In der Mitte haben wir das Nein. Ganz rechts das Ja. Und wir haben hier die Botschaft Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ich bin mir gar nicht sicher. Kann das sein, dass wir kommenden Sonntag Vollmond haben? Könnte sein, ne? Muss selber mal reinschauen. Tschüss.